Hallo und herzlich willkommen heute zur 163. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staude und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Die heutige Episode ist die 15. im Rahmen meiner Interviewserie zum Weinjahrgang 2023. Diesmal spreche ich mit dem Südtiroler Biodynamiker Martin Goyer vom Weingut Brandseck in Bozen. Martin wird berichten, wie der Weinjahrgang 2023 für ihn in seinen eigenen Lagen rund um Bozen verlief, dann aber auch den Blick weiten, zunächst auf ganz Südtirol und schließlich auch auf andere italienische Weinbaugebiete. Schließlich waren viele Winzer der Halbinsel dieses Jahr mit Herausforderungen konfrontiert, die sie vor Probleme stellten, die sie vielleicht so noch nie in ihrer Winzerbiografie erlebt hatten. Nach allerlei Wetterkapriolen bilanziert Martin den Jahrgang wie folgt. Stimmige, salzige und vibrierende Weißweine mit super starken Gewürztraminern und vielleicht noch überraschender, aber eben dann doch das Ergebnis penibler Selektion, ausdrucksstarke, lebendige und tiefgründige Vernatsch und exzellente Lagrein. Eine Rebsorte, die sich anders als die anderen Varietäten gegenüber den Witterungsherausforderungen des Jahres als ungeheuer robust erwiesen hat. Seid also gespannt, welches Bild Martin vom Jahrgang 2023 zeichnet und welche Learnings er für die Zukunft generiert. Freut euch auf eine spannende Podcast-Episode. Freut euch auf Martin Goyer aus Bozen. Los geht's! Lieber Martin, einen wunderschönen guten Abend sage ich dir nach Südtirol, nach Bozen und freue mich sehr, dass du heute hier im Podcast Genuss im Bus mit mir über den Jahrgang 2023, den Weinjahrgang 2023 reden willst. So wie du es erlebt hast, wie es in deiner unmittelbaren Umgebung war und vielleicht, wenn du kannst und magst, auch über den Südtiroler Horizont hinaus. Ich möchte starten so, dass ich dich mal frage, wie ging's los, mit welchen Altlasten, vielleicht Problemen des Vorjahres ging man dann in den Jahrgang 2023 hinein und wie hast du die ersten Monate erlebt bis zum Austrieb? Ja, hallo Wolfgang erstmal. Schön, dass wir uns wieder mal hören. 2023, ein sehr, sehr besonderes Jahr. Mit Altlasten gingen wir insofern in einen neuen Jahrgang, entspannt von einem warmen und sehr gemäßigten und reichtragenden Jahrgang 2022 in einen Herbst und Winter, der zuerst sehr schön feucht und regenreich war und schon mit Ende November, Anfang Dezember 2022 mit Schnee. Und dann gab es ganz eine lange Phase von Weihnachten bis Ostern 23, wo es leider gar nicht geregnet hat und sich alle schon sehr, sehr große Sorgen gemacht haben, wie es mit der Wasserversorgung ausschaut. Und nach diesen eineinhalb relativ trockenen Jahren, wie es da weitergehen soll jetzt mit den Wasservorräten sozusagen. Genau, und dann aber hat sich die Situation schlagartig geändert, weil es dann mit dem Austrieb und in der Folge dann mit Mai 23 hat dann das Wetter umgeschlagen, zum Großteil auf der ganzen Halbinsel in ganz Italien und es hat einen sehr, sehr regenreichen und abwechslungsreichen zwischen heiß und regnerisch Frühsommer und Sommer gegeben. Das klingt doch vielversprechend, oder? Das klingt vielversprechend, ohne Zweifel. Allerdings die Dosierung der Regenfälle war dann nicht ganz so, wie wir es uns erwartet haben. Los ging es, als ich dann so Anfang
Mitte Mai mit intensiven Niederschlägen, vor allen Dingen, viele haben es vielleicht mitgekriegt, an der adriatischen Küste in den Marken und in Abruzzen gab es da ganz schlimme Überschwemmungen und Hagelschläge, ganz früh schon in der Saison. Und bei uns war es dann halt so, dass es angefangen hat zu regnen und über die Blüte auch sehr stark geregnet hat und nass war. Und ich weiß jetzt so aus der Erinnerung raus, da gab es diese Phase, die so 5-6 Wochen dauerte, zwischen Anfang Mai und ungefähr 20. Juni, wo wir insgesamt 35 Nächte hatten, wo es in der Nacht nass war. Und das okay. Ideale Voraussetzungen für den Perro. Für den falschen Mehltau. Mhm, okay. Und mit dem hattet ihr dann es so richtig zu tun, ne? Wir hatten richtig zu tun damit. Einher ging dann natürlich auch, dass die Reben sehr stark gewachsen sind. Ein sehr krautiger Wuchs da war auch. Es auch sehr schwierig war, in die Handarbeiten zu machen, weil es halt dauernd geregnet hat und man dann mit der Arbeit logischerweise auch nicht so klar kam, wie es notwendig gewesen wäre. Wir haben uns aber, denke ich, schon, wir jetzt als Betrieb sehr gut gewehrt gegen den falschen Mehltau, gegen die Cornospora. Und viel Arbeit reingesteckt. Ich denke auch von der Erfahrung her von Jahren wie 2014 und 2016, die im Frühjahr so ähnlich waren, denke ich, haben wir da schon einige Lehren daraus gezogen. Ich glaube, vor 10 Jahren hätten wir richtig Totalschaden mit aus diesem Frühjahr genommen. Was ist wichtig, um gegenüber Peronospora die Oberhand zu behalten, um diese Infektion nicht so stark sich ausbreiten zu lassen, dass das ein ganz Riesenproblem wäre? Also was muss man im Pflanzenschutz da beachten? Auf jeden Fall sehr, sehr gut beobachten, sehr gut seine eigenen Weingärten kennen, weil natürlich sind es immer gewisse Stellen und gewisse Sorten, die stärker befallen werden. Und natürlich muss man dann auch sehr individuell vorgehen. Wir haben halt jetzt nur Kupfer und eventuell Orangenöl zur Verfügung. Wir haben allerdings heuer sehr, sehr stark noch mit Tees behandelt, sehr stark mit Weidentee zum Beispiel. Und ganz, ganz viel Hornkiesel gespritzt, um einfach eine gewisse Austrocknung zu erfahren. Aber ich denke, letzten Endes ist es wichtig, am Ball zu bleiben und zu versuchen, keine große Infektion zu versäumen und halt natürlich so gut es geht für eine gut durchlüftete Laubwand und Situation zu sorgen. Ich habe auch mit anderen italienischen Regionen mal telefoniert und hatte den Eindruck, dass das mit Peronospora in manchen Gebieten so selten bisher war, dass die Kollegen da unten ein Stück weit auch überfordert waren und gar nicht so richtig wussten, was man jetzt zu tun hat. Ist das eine singuläre Eindruck, den ich da habe, oder kannst du damit was anfangen? Also von den Freunden, Winzern, Leuten, Weinbauern, denen ich gesprochen habe, jetzt sage ich mal südlich von Bologna, da gab es schon einfach sehr, sehr große Probleme. Und ja, also im Detail kann ich das nicht so abschätzen, weil natürlich von außen betrachtet ist es immer schwierig, wie ist die Situation vor Ort oder welche Erfahrungen haben die mit diesen Pilzkrankheiten, aber ohne Zweifel ist es schon so, dass in Regionen, wo es wenig schneit, kann man halt auch nicht so gut auf den Schnee fahren. Und, ja. Und ich möchte es halt mal so vergleichen. Und heuer war es de facto einfach so unüblich feucht und lange nass, dass viele Kollegen ganz, ganz große Probleme hatten. Ja. Und wie war dann die Blüte oder die Zeit von der Blüte dann bis zum Traubenabschluss und zur Veraison?
Zweigeteilt. Also die Blüte, wie gesagt, war auch je nach, wir haben ja bei uns zu Hause Weinberge, die wir bewirtschaften oder wo wir dann die Trauben lesen, die gehen von 280 Meter bis 930 Meter Meereshöhe. Und natürlich war das von Höhenlage zu Höhenlage und Situation zu Situation unterschiedlich, weil diese Blüte halt dann über mehrere Wochen ging. In manchen Orten dann gut, in manchen Orten hatten wir leider auch die Situation, dass wir sehr, sehr starke Verrieselung hatten, was einfach über längere Zeit nicht abgetrocknet ist und die Trauben einfach nicht angesetzt haben. Und wahrscheinlich die größten Ausfälle heuer hatten wir aufgrund dieser Tatsache und weniger durch die Börnersbahn. Okay. Und als dann Ende Juni, Anfang Juli diese Regenphase aufgehört hat, wo es auch relativ kühl war, kam schlagartig eine Hitzewelle. Von 0 auf 100 praktisch. Und mit sehr hohen Temperaturen. Absurderweise war es dann relativ schnell trocken bei unseren leichten Porphyrverwitterungsböden. Und da gab es diese Phase von 2 Wochen oder 3, wo es dann richtig, richtig heiß war und die Reben dann angefangen haben zu leiden, weil sie vorher eben so stark verwöhnt waren mit Wasser, dass sie anschließend überhaupt nicht mehr klar kamen mit der ganzen Situation. Und dann kurz vor dem Weichwerden, vor Reifebeginn, vor der Veraison, kam dann wieder Regen auf und wieder Feuchtigkeit. Das hat nochmal richtig stark zu Mehltaudruck geführt, ganz massiv. Und ich habe mit Kollegen hier in Südtirol gesprochen und die haben gesagt, also dass man wirklich dann manchmal, das haben wir auch gesehen, auf Trauben sowohl Bero als auch Mehltau gefunden hat, das ist jetzt schon also nicht alltäglich. Okay, ja, das ist eine Sache, dass man Pflanzenschutz natürlich punktgenau setzen muss. Es gibt wahrscheinlich aber noch weinbaulich auch ein paar Optionen, die man ziehen kann, oder? Ja, wir haben halt alles versucht. Wie gesagt, sehr starker Einsatz von 501, vom Horn Kiesel. Versucht gut zu entblättern, immer Luft zu, dass es luftig ist. Versucht auch den Unterbewuchs kurz zu halten, dass wenn es dann wieder geregnet hat, dass nicht diese unglaubliche Feuchtigkeit aufgestiegen ist. Aber auch, was uns sehr geholfen hat, vor allen Dingen in den Weinbergen, die stärker befallen waren jetzt mit Mehltau oder Börnerspora, die hatten glücklicherweise heuer einen relativ hohen Traubenansatz. Und normalerweise war es in den letzten vielen Jahren wirklich so, dass wir kaum grüne Lese gemacht haben, weil es einfach nicht notwendig war. Wir hatten das schon durchs Ausbrechen und durch den Riffschnitt in Griff. Aber heuer war es definitiv so, dass ein relativ großer Traubenansatz ging in manchen Weingärten. Und deswegen, das uns auch nochmal erlaubt hat, dann wirklich ganz viel Zeit zu investieren, um Trauben zu halbieren, Teile von Trauben, die befallen waren, wegzuschneiden und das Gesunde zu. Also wirklich chirurgische Eingriffe, die uns nochmal richtig Zeit gekostet haben, aber denke ich schon letzten Endes auch sehr sinnvoll waren. Das waren dann Weinberge, wo es dann eben keine Verrieselung zur Zeit der Blüte gab. Okay. Genau, richtig. Ja. Oh je, das war also viel Arbeit, ne? Viel, viel Kleinstarbeit. Du sagst chirurgische Eingriffe. Und dann, als es dann Richtung Lese ging, in welchem Reifzustand, wie verlief die Reifung, die Zuckerreife, die physiologische Reife? Wie war dann am Schluss auch das mit dem pH-Wert? Also auch sehr, sehr eigenartig, weil es dann ab Anfang August die Situation eingetreten ist, dass sich das Wetter nochmal gedreht hat und wir dann bis quasi vor einigen Tagen eine Schönwetterphase hatten, die über 8 Wochen gedauert hat, mit nur einmal Niederschlag. Und deswegen
die ganze Stresssituation ist dann nochmal, Gott sei Dank, durch diese Schönwetterphase aufgehoben worden. Anfang August war ich wirklich mit großen Fragezeichen, oder hatte ich große Fragezeichen, was da heuer wohl rauskommen wird, weil die Reife hatte kaum eingesetzt und die Reben waren so wie auf den Startblöcken, was die Reife anbelangt. Ja. Da merkt man aber wieder die Sensibilität der Rebe, weil in dem Moment, wo sich das Wetter umgestellt hat, war dann die Reifeentwicklung exponentiell. Also okay. Es ging ganz, ganz schnell. Und wir bei uns am Hof haben dann am 24. August angefangen zu lesen. Okay. Und die Reife ging dann relativ schnell. In dieser Phase im August hatten wir dann auch noch sehr hohe Temperaturen, die bis 35 Grad gingen, also wieder ganz absurd, auch mit warmen Nachttemperaturen. Und was habt ihr gelesen da zu diesem Zeitpunkt? Also am Anfang für unseren gemischten Satz Carolina einige Weinberge, eben Sauvignon Blanc und Chardonnay, mit denen haben wir angefangen. Und dann in der Folge ging es weiter für Sprudel, Lagrein Rosé, die ersten Farnatsch und so weiter und dann die Weißen in den höheren Lagen. Und ja, ganz eigenartig, aber Gott sei Dank haben wir dann in der Lese, hatten wir dann die Zeit, nochmal die Trauben sehr gut anzuschauen, sehr gut zu putzen, sehr gut zu selektionieren. Und das hat uns letzten Endes, wie immer, der goldene Herbst in Südtirol, das muss man wirklich so sagen, hat uns den Arsch gerettet. Also das heißt, die Fäulnis, die sich ja auch ein bisschen angebahnt hat, oder? Die wäre schon gekommen. Wir hatten dann auch in dieser Phase, genau in den Hitzephasen, in den beiden Hitzephasen, hatten wir ein paar Mal Hagelschläge. In manchen Gegenden hier knapp um uns herum auch relativ starke. Wir sind zum Glück mit relativ geringen Schäden davon gekommen, aber auch schon mit aufgeplatzten Beeren. Und also definitiv, wenn das Wetter feucht geblieben wäre, wäre es eine Riesenkatastrophe geworden, gesundheitstechnisch. Das heißt aber, im Herbst hat das Wetter hat dazu geführt, dass auch die Infektionsherde eher eingedämmt wurden. Es war etwas trockener, ne? Klar. Okay. Und die Reife konnte im Grunde genommen zunächst dynamisch und dann kontinuierlich weiterschreiten. Ja, genau. Und dann kontinuierlich und ab einem gewissen Zeitpunkt ein bisschen gemäßigter, weil es dann um den 10. September rum dann nochmal eine Abkühlung gegeben hat, was auch sehr gut war, weil wir noch schon einen Großteil der spätreiferen Trauben draußen hatten und zum Glück dann auch die Nachttemperaturen abgesunken sind. Mhm. Und genau, weil davor, das hat sich dann auch wirklich merkbar gemacht, wenn wir jetzt die Weine vom Analytischen her anschauen, dass da diese großen Regenfälle und anschließend die hohen Temperaturen im August schon nicht spurlos an den Trauben vorübergegangen sind. Definitiv. Inwiefern? Insofern, dass die Mostgewichte nicht so hoch waren, das war auch zu erwarten, weil eben insgesamt einfach die Sonnenstunden heuer gefehlt haben, das muss man einfach so sagen. Die Trauben aber haben relativ gut geschmeckt und auch relativ ausgewogen. Was uns sehr überrascht hat jetzt, wir haben gerade jetzt den ganzen Analysenzyklus beendet von allen Fässern, dass wir mal eine Übersicht haben, wie das ausschaut. Also vom Probieren her sind die Weine sehr, sehr stimmig, sehr ausgewogen, sehr zugänglich schon, also wirklich sehr zugänglich, aber mit einem schönen Spiel, also wirklich, bin sehr, sehr zufrieden. Aber wenn wir dann die Analysen angeschaut haben, war ich ganz verblüfft, dass wir extrem niedrige Säurewerte haben. Okay. Und relativ hohe pH-Werte. Hast du nicht mit gerechnet, wenn du verkostet hast?
Absolut, absolut nicht damit gerechnet, dass die Säurewerte so niedrig sind. Und aber letzten Endes, wenn wir Wein trinken, dann schauen wir ja keine Analysentabellen an, Nein. sondern es ist wichtig, dass die Weine stimmig sind. Aber ich war sehr überrascht, muss ich War doch wahrscheinlich ein Jahrgang, wo man auch vorsichtig war mit Maischestandzeit oder Schalenkontakt, oder konnte man das doch wagen? Es kommt darauf an, weil also tendenziell haben wir schon eher die Zeit des Schalenkontaktes, speziell bei Weißwein jetzt, vielleicht ein wenig reduziert, weil wir jetzt auf diesen eher filigranen, wobei es im Endeffekt dann nicht mal so ist, nicht unbedingt jetzt eine Muskelkraft draufbacken wollten, die eher dann vielleicht so unnatürlich gewirkt hätte. Aber bei den schönen Partien, also bei Rot, haben wir dann keine großen Berührungsängste gehabt. Wir haben einfach extrem penibel selektioniert und ich glaube, das hat sich sehr bezahlt gemacht. Und wenn du das differenzierst nochmal jetzt auf die einzelnen Sorten, bei den roten Lagrein vor allem und Vernatsch und bei deinen weißen, gibt es da große Unterschiede bei den Sorten, und wann habt ihr denn die Lese beendet? Also wir haben die Lese am 3. Oktober beendet. Es war ja extrem lange, ne? Vom 20., 24. August bis... Richtig, 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 definitiv, ja. War extrem lange, es hat sich eben in die Länge gezogen, weil dann dieser Break war, so ungefähr Mitte September, es kühler wurde. Und dann hat sich das nochmal entwickelt und dann hatten wir auch keinen Stress mehr, zu sagen, das müssen wir jetzt holen, weil sich eigentlich geschmacklich das auch nochmal schön entwickelt hat. Ja, okay. Genau, und die letzten Trauben holen wir ja von 930 Meter runter dem Weißburgunder, und der braucht also definitiv etwas länger. Zu den einzelnen Sorten und Weinen, also ich finde, während dem letztes Jahr sicher es schwieriger war für die weißen Sorten, weil sie einfach in einer sehr heißen Situation noch gelesen worden sind und der ganze Sommer sehr heiß war. Und da schon eine richtige Challenge war, auch Balance und frische Weine mit reinzubringen, hatten wir dieses Problem heuer weniger. Deswegen finde ich die Weißen extrem stimmig, salzig, vibrierend. Sehr gut, finde ich. Überraschenderweise, damit hätte ich nicht gerechnet, dass Gewürztraminer unfassbar ausdrucksstark ist. Weil Gewürztraminer schon de facto auch eine Sorte ist, die es gerne warm hat. Die Wärme war heuer auch so nicht gegeben, oder diese Gleichmäßigkeit. Aber Gewürztraminer ist heuer wirklich sensationell, vibrierend, ganz subtil. 12 Alkohol, aber die Fülle, die es braucht, ganz schön. Also sehr positiv überrascht. Und bei Vernatsch war ich sehr, sehr skeptisch, weil logisch Vernatsch eine unglaublich sensible Sorte ist und ganz stark zu kämpfen hat mit Pilzkrankheiten, und sicher Vernatsch heuer das große Sorgenkind war und wir da sicher die größte Aufmerksamkeit und die größte Zeit gewidmet haben, und wo wir auch sicherlich die größte Selektionsarbeit dann während der Lese hatten und auch ganz schwierig war, und wir auch dort durch diese Selektion einiges an Menge verloren haben, aber immer noch okay, finde ich letzten Endes. Aber ich bin jetzt auch von der Qualität der Weine wahnsinnig überrascht. Also ich hätte mir nie träumen lassen, dass die Weine jetzt wirklich so ausdrucksstark, so salzig, so auch mit Tiefgang sind, trotz dass jetzt so ein crazy verregneter Hitzejahrgang war mit allem dabei. Erntemenge etwas unterdurchschnittlich, ne? Die Erntemenge etwas kleiner, wobei, und noch kurz zum Lagrein. Lagrein ja. Hat sich wieder als super standhaft erwiesen, hatten wir wenig bis keine Probleme pflanzenschutztechnisch, sehr robust,
Und da auch überraschend, dass jetzt Rot wahnsinnig gut, den haben wir noch auf der Maische liegen, Laurenz, gefällt mir super. Zur Menge, also schon einmal die Abschätzung war extrem schwierig heuer, also ich hatte wirklich keinen Plan, was uns da erwartet, weil man auch nie wusste, bringen wir die Trauben heim bis zum Schluss oder nicht, weil zum Schluss kam dann noch bei den Roten die Kirschessigfliege noch zur Begrüßung vorbei. aber summa summarum ist so, dass wir gegenüber letztem Jahr, das aber wirklich ein sehr reichhaltig schönes war, circa 20% weniger gelesen okay. haben. Und deswegen im langjährigen Schnitt sind wir eigentlich im Schnitt. Und deswegen, also ich bin mega zufrieden. Mega zufrieden auf der einen Seite, aber schon auch geschlaucht ein bisschen, ne? nach diesem Lesemarathon und den Auf und Abs und den Herausforderungen des Jahrgangs. Definitiv, ja. Und mit auch ganz vielen Eselohren in der heurigen Agenda drin, mit Sachen, die wir verbessern müssen, anders handhaben müssen, wo wir Fehler gemacht haben. Und was waren diese Learnings? Was waren die wichtigsten Dinge, die du da mitnimmst? Ja, sicherlich nochmal gezielter bei gewissen Plätzen reingehen, um jetzt Grünarbeit zu machen, um nochmal auszubrechen, um nochmal konsequenter in den gefährlichen, nenne ich sie mal so, oder Zonen, wo der Druck größer ist, nochmal konsequenter prophylaktisch reingehen, weil wenn das Dach anfängt zu brennen, dann ist es zu spät. Mhm. Und sicherlich auch nochmal sich genau in diesen Druckphasen nochmal Hilfe holen, an Manpower, dass man da schlagkräftiger ist und auch was den Pflanzenschutz anbelangt. Ich bin ja immer ein Fan, die Dosierungen möglichst gering zu halten, aber heuer hat sich wieder gezeigt, man muss in gewissen Momenten dann einfach, wenn es richtig Feuer am Dach ist, muss man mal reingrätschen, damit anschließend wieder Ruhe ist. Und so simpel es jetzt erklärt ist, aber ich denke, dass ja. ganz viele nachvollziehen können. Ja, ja. Genau. Und sagen wir mal, gibt es mal unabhängig von den Sorten und dem Alter der einzelnen Anlagen auch nochmal Hinweise, welche Terroirs, welche Lagen, welche Weinberge einfach in einem besseren Zustand sind, insgesamt robuster den unterschiedlichsten Witterungen gegenüber? Ja, das zeigt es einem schon. Also ich wiederhole nochmal, Lagrein war letztes Jahr in einem wahnsinnig heißen Jahr. Wir haben ja Lagrein jetzt auch in zwei Situationen. Bei uns zu Hause Nordwest ausgerichtet, kühler, etwas wüchsiger und dann bei unseren Freunden bei Stini und Jens Süd ausgerichtet, sehr heiß, sehr trocken stehen. Und sowohl letztes Jahr, als so heiß und so trocken war, wie auch heuer als Feuchttag, kommt der Lagrein einfach super mit diesen Wetterkapriolen zurecht. Und das ist mal sortentechnisch schon eine ganz wichtige Erkenntnis. Und dann ganz klar, zeigt es einem auch wieder, ja, gewisse Sorten haben einfach mehr Probleme, wenn es feucht ist. Und gewisse Sorten haben dann einfach ganz großen Stress, wenn diese Wetterkapriolen zustande kommen. Mhm. Zum Beispiel der Farnaz leidet am meisten von diesen Up and Downs. Und ganz klar, also man kann dann viel agronomisch oder im Weinbau kann man dann noch viel machen, aber gewisse Dinge lassen sich halt, wenn man mit gewissen Expositionen oder Anlagen oder Sorten arbeitet, das lässt sich halt dann nicht so umstellen, nicht? Das sind dann längerfristige Geschichten. Martin, jetzt nochmal unabhängig von den Sortenunterschieden. Deine Weinberge, deine Terroirs sind ja möglicherweise auch in
in unterschiedlicher Verfassung. Du hast vielleicht an dem einen Standort schon ein bisschen, bist du weiter mit dem Aufbau vom Humus. Vielleicht sind die Böden insgesamt auch der Unterböden ein bisschen karger als in anderen Lagen. Gibt es da von den Voraussetzungen der Terroirs her auch Unterschiede, wie Sie mit diesem Jahrgang zurechtgekommen sind? Ja, jetzt habe ich deine Frage besser verstanden. Wie immer ist es so, dass das ausgewogene Situationen, wo es weder zu stark wüchsig ist, wir haben auch zwar wenig, aber wir haben manche Stellen, wo es zu wüchsig ist, zu üppig, wo der Boden zu reichhaltig ist, wo man merkt, dass wenn es da dann noch viel Wasser kommt, dass einfach zu viel Power im Boden drinnen ist. In diesen Situationen haben wir definitiv stärker gelitten oder die Reben haben stärker darunter gelitten oder Wir letzten Endes auch, weil wir mehr Arbeit haben. Ja. Und ganz in kargen, ganz in schwachen Situationen merkt man auch, dass die Reben zwar heuer vielleicht etwas lustiger drauf waren, weil es mehr geregnet hat, aber dann letzten Endes für die Traubenqualität, dass dann das trotzdem nicht passt. Und deswegen an unserer Arbeit Humusaufbau halten wir fest, und das funktioniert auch, aber man sieht in manchen Stellen, wo das eben noch zu labil ist und wo die Reben noch nicht im Gleichgewicht sind, da haben sie heuer in den fetten, wüchsigen Stellen haben sie definitiv kein leichtes Spiel mehr. Ja. Lass uns doch nochmal finalen Blick über den Südtiroler Tellerrand werfen. Wie stellt sich jetzt nur mit Vorbehalt und sicherlich auch nur mal so in ersten Ansätzen, wie stellt sich die Situation, soweit du es überblicken kannst, im Rest Italien dar? Natürlich sehr unterschiedlich. Vielleicht fangen wir vom Süden rauf an. Ja. Ich war ja im Frühjahr zweimal auf Sizilien und da sprachen sie alle von einem großen Problem der Trockenheit und der Hitze und so weiter, nicht? Und dann kam ein Frühsommer, so wie sie ihn wahrscheinlich noch nie gesehen haben. Und da gab es riesige Peronospora-Probleme und auf großen Teilen Siziliens eine sehr kleine Ernte. Okay. War sehr, sehr schwierig. Auch im Süden. Ich war jetzt kürzlich in Neapel und habe dort einige Winzer aus Süditalien getroffen, auch in Kampanien. War die Situation ähnlich, auch mit großen Schwierigkeiten anhand der Frühjahrsniederschläge und sehr kleinen Erträgen. In Kalabrien etwas besser anscheinend, da sind sie besser damit klargekommen mit den Rahmenbedingungen, oder es hat vielleicht auch weniger geregnet. Wo es ganz schlimm war, eben auch aufgrund, wie ich vorher erwähnt hatte, dieser Hagel und Überschwemmungen und dann auch noch der riesige Pilzdruck. Die Marken und die Abruzzen sind anscheinend heuer wirklich ganz, ganz gebeutelt. Sehr, sehr schwierig. In der Toskana und in Ligurien anscheinend besser. Von Zone zu Zone gibt es da sicherlich Unterschiede, aber die sind besser davon gekommen als an der tyrrhenischen Seite, als an der adriatischen. Und was jetzt Norditalien anbelangt, ist es sehr unterschiedlich, weil hast du sicher auch mitgekriegt, da sind ja ein paar Mal diese enormen Hagelstürme durchgezogen. Ja. Romagna. Genau, in Emilia, auch in Piemont zum Teil, in der Lombardei. Ganz, ganz schlimm im Nordpiemont, also Nordpiemont, was jetzt Bocca, Gattinara, diese neuen Lesona, Zonen, ja. Genau, die sind ja heuer, glaube ich, quasi gar nicht ernten gegangen, weil es halt einmal massivst gehagelt hat. Wahnsinn, ja. Im Piemont selber, in den Lange, im Roero, hat so eine breite Schneise durchgeschlagen, wo es riesige Verwüstung gegeben hat und dann wieder recht gut. Man hört Unterschiedliches. Manche sind sehr zufrieden.
Also sicher tendenziell eine kleinere Ernte, sicherlich. In der Lombardei ähnlich, da gibt es schneisende Verwüstung, die Valle d'Elina soll sehr schön sein. Franciacorta, eben je nach Zone, weil dort auch dieser Hagelsturm durchgezogen ist, gibt es ganz viele Ausfälle anscheinend. Weiß ich jetzt nicht im Detail, aber die haben sicherlich auch Einbußen, weil südlich vom Gardasee eigentlich ein Großteil zerstört ist. Also da hat es ganz massiv diese Zone zwischen Brescia oder Bergamo, Brescia, Verona bis rüber nach Soave. Also alles, was südlich des Sees ist, ist ganz schlimm. Um den See herum wieder besser. Und dann wieder südlich in der Lambrusco-Gegend ist es dann wieder relativ gut. Da hat es zwar auch gehagelt, aber nicht in dem Ausmaß. Genau. Und jetzt im Veneto weiß ich nicht ganz genau, habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm, aber im Friaul, im Collio soll es doch ganz gut gewesen sein. Wir hatten zwar auch sehr, sehr viel Regen, aber der kam etwas später und meines Wissens sind die ganz gut zu Rande gekommen mit dem Regen, der dann nach der Blüte gekommen ist. Und das Trentino war ähnlich wie bei euch, oder? Trentino, ähnlich wie bei uns, da sind auch einige Hagelstürme durchgezogen, die zum Teil Großverwüstung angerichtet haben. Und ansonsten war die Situation ähnlich, logischerweise im Trentino auch nochmal verstärkt, weil ganz viele Anlagen in der Ebene sind und ganz viel Berge, was die Situation natürlich auch nicht einfach macht bei der Pilzbekämpfung. Und dort habe ich gehört, auch von Kollegen, dass das auch ein mengenmäßig kleinerer Jahrgang ist. Und von der Qualität aber anscheinend ähnlich wie ich sehe, denke ich, die Leute dann letzten Endes schon positiv überrascht sind. Also das Wetter wird auch in Zukunft wahrscheinlich für die ein oder andere Kapriole sorgen und im Zuge des Klimawandels werden auch die Extreme, du hast mehrmals von Hagel gesprochen, das haben wir hier zum Teil auch bei uns gehabt, lokal, nicht in der Fläche, aber lokal. Das heißt, man muss sich einstellen auf alle Möglichkeiten und wahrscheinlich im Weinbaulich noch mehr tun, um vorbereitet zu sein. Man muss schlagkräftig auch sein, damit man schnell sowohl im Pflanzenschutz als auch dann bei anderen Maßnahmen bis hin zur Lese zügig reagieren kann. Ja. Die Ernte, auch die Verarbeitung dessen, was man erntet, ist hier mitunter ein Problem, dass manche Betriebe noch gar nicht darauf eingestellt sind, so schnell innerhalb kürzester Zeit auch im Keller verarbeiten zu können, dann steht es da rum und das ist auch nicht Sinn der Sache. Kühlmöglichkeiten braucht man mitunter, wenn bei zu hohen Temperaturen gelesen wird. Also da kann man auch noch an der einen oder anderen Stelle, sag mal, ein Stück weit aufrüsten, ne? Bestimmt. Wird auch notwendig sein. Aber was sich für mich schon auch zeigt, dass man sehr gut verstehen muss und austarieren, wie ist dein oder mein Betrieb aufgestellt, mit wie vielen Leuten und was kann ich stemmen, weil ich glaube, wir sind zum Teil auch, oder ich spreche jetzt für mich, aber ich denke, ich höre von vielen Kollegen Ähnliches, manchmal noch etwas zu viel Schönwetter gewohnt. Und deswegen, wenn es dann richtig brenzlig wird, dann wird es schwierig. Und die Frage ist eben auch in der Größenordnung. Schafft man es in der Größenordnung, hektarmäßig und mit den Leuten auch schwierige Situationen zu meistern oder nicht? Und letzten Endes denke ich, für einen wirtschaftlich nachhaltig arbeitenden Betrieb wird das Ganze eine wichtige Rolle spielen. Ja. Ja, nicht nur in Schönwettersituationen die ganze Dinge zu handeln, sondern auch, wenn es mal anders ist. Genau. Ja. Fein. Lieber Martin, ich danke dir ganz herzlich. Schön, dass du heute hier bei Genuss im Bus dabei bist.
und uns einen Einblick gegeben hast, sowohl für dich in Bozen in Südtirol und über den Tellerrand auch mal hinausgeguckt hast. Dir nach Südtirol alles Gute und auf bald hoffentlich. Genau, auf bald. Vielen, vielen Dank, Wolfgang. Alles Gute, ja. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Ciao. So, ihr Lieben, das war die 163. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus. Am Mikrofon war mit Martin Goya aus Bozen nicht nur ein ungemein sympathischer und reflektierter Biowinzer aus Südtirol, sondern ein Zeitgenosse, der stets über den eigenen Tellerrand hinausschaut, ein weltoffener, lernhungriger Kosmopolit und bei all dem ein stets bescheidener und bodenständiger Bergbauer, der nun seit rund 2 Jahrzehnten gemeinsam mit seiner Frau Marion zeigt, was mit Leidenschaft und Mut alles geht. Schon ganz bald geht es weiter hier bei Genuss im Bus, dann mit einem Winzer aus Österreich, der ebenfalls für seinen unkonventionellen Blick über den Tellerrand hinaus bekannt ist. Bis dahin sage ich euch allen Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.